So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir befinden uns auf dem Weg nach Winchester. Und, ja, da machen wir jetzt einfach mal weiter, ne? Dann hier einmal runter. So. Wir müssen da hinten lang. Auf geht's, Pferd. Oh, da. Ich so das große Gotteshaus, nicht Glockenhaus. Große Gotteshaus. Der Mann in Weiß. Ich habe seinen Spruch vergessen, den ich ihm sagen muss. Muss ich mir gleich nochmal durchlesen. Ich glaube, wir haben da so eine Notiz darüber mitgenommen. Falls er mich fragt. Nicht, dass ich in irgendeiner Art und Weise beantworten muss. Oh, warte. Mr. Rabbit, ich muss dich irgendwann töten, du weißt das. Den nehmen wir auch noch hier mit. Aber ich muss sagen, wir haben seit dem letzten großen Patch, der war, wo das mit den, also schon vor dem Update mit den Flussraubzügen, haben wir keine Bugs mehr. Also keine gravierenden wie vorher mit Schwingebeinchen und schwebenden Krügen und keine Ahnung was, außer diese eine Sache, wo Kjör mit irgendeinem unsichtbaren Bui gesprochen hat. Das war ein bisschen merkwürdig, aber sonst. Okay. Oh. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Ja, wir wollen nicht entdeckt werden. Was mit dem Mann? Ey, hier ist ja noch keiner. Oh, wo kam er denn her? Aus dem Busch. Wir müssen mit dem Mann in Weiß. Ach Gott, dann können wir mal eben ganz kurz gucken im Inventar. Wie war die Botschaft? Show me die Botschaft. Kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei dem Bescheidenen ist aber Weisheit. Das kann ich mir merken, das passt zu mir. Bei dem Bescheidenen ist Weisheit. So, Feinde hier. Nein. Sehr gut. Oh, wieder weiter in Misstrauensgebiet. Muss einfach mal hier hochgehen. Einfach mal. Das Zentrum von König Alfreds Macht, wo man bis zum Knöchel in Scheiße versinkt. Ah, ich ja. Finde den Mann in Weiß im Haus ihres Gottes. Hm, also in der Kirche. Esobert. Das Nonnenmünster, ich will hier hoch. Komm ich hier nicht hoch? Warum komme ich denn hier nicht hoch? Wer ist denn Esobert? Also der Esobert ist hier oben. Ich beweise ihr meine Liebe oder sterbe bei dem Versuch. Alles klar, viel Spaß dabei. Wo ist denn mein Aussichtspunkt? Ach scheiße, ich bin auf der falschen. Ich schaff das. Wenn nicht, werdet ihr es merken. Ich muss einfach nur die Hand in das Heft nehmen. Was willst du? Ich kann ja runterschubsen. Sag mal, was machst du denn hier oben? Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich kriege diese Blume und dann wird sie sehen, wie sehr ich sie liebe. Mutiger Plan, kleiner Mann. Selbst wenn ich auf dem Boden zerschelle wie eine überreife Pflaume. Ich muss nur kurz durchatmen. Hier hochzuklettern war schwer. Ich muss nur noch die Zähne zusammenreißen. Zusammenreißen, hm? Oder ich könnte sie dir holen. Ich würde nur ungern sehen, wie eine so kühne Flamme erlischt. Ich meine, wenn du darauf bestehst. Aber ich könnte es selbst, wenn ich wollte. Damit das klar ist. Natürlich. Was will er denn haben? Die Blume da. Okay. Mal irgendeine Idee, wie ich die kriegen soll? Wo rennt er denn hin? Aber die jubeln ihm alle zu. Er rennt jetzt da unten hin.
glaube, ich muss dann loslassen, um auf dem Ast zu landen, ne? Geh mal hier hin. Mal ab dafür. Schöne Blume. Bei allen Heiligen! Habt ihr das gesehen? Gott hat Esselbert einen Engel geschickt! Ist's vorbei? Ist er abgestürzt? Heilige Mutter Kratsch! Dabei habe ich ihm gar nicht meine Liebe gestanden. Diese Fremde hat sie ihm besorgt. Ey, das ist gemurrelt. Hätte ich gewusst, dass das so leicht ist? Hättest du es selbst getan. Leib und Leben aufs Spiel gesetzt. Doch auch große Männer wissen, eine Kämpferin zu schätzen. Was wirst du mit diesem Schatz anfangen? Das ist für sie. Alles nur für sie, damit sie mich endlich warnt. Ertoflet, was sagst du zu dem netten Jungen? Danke für die Blume. Sie ist sehr schön. Jetzt sind wir verlobt. Und wenn ich groß bin, werde ich König. Und du wirst meine holde Dame. Was denkst du, Töchterchen? Ist er ein würdiger Verehrer? Er hat viel gewagt, um seine Liebe zu zeigen. Ich werde meinem Mann, dem König, berichten, dass du um die Hand seiner Tochter anhältst. Wenn ihr älter seid, natürlich. Komm, Liebes. Das war ja einfach für ihn. Da läuft. Nein, nur aus heiligem Rind. Du hast der Prinzessin wirklich eine Blume überreicht. Ja, sicher. Und jetzt sind wir verlobt. Dafür braucht ihr. Naja, macht ihr mal. Redet ihr mal. Könnt ihr auch schon mal ein paar Kinder planen, wenn ihr wollt. Könnt ihr überall reingucken. So, noch ein Schritt. Ach, da oben. Komm. Geh mal an der Kante hoch hier. Da kam der Jump aber zur Seite. Der war nicht ganz koscher hier, ne? So. So, perfekt. Jetzt können wir nämlich überall hinreisen. Oh, das klappt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das klappt. Siehst du den da unten? Ich habe das Gefühl, das klappt nicht. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Ja, komm, hol dich runter, Eva. Also erstmal gucken, wo ist denn der Mann in Weiß? Los, Sühne. Okay. So, hier sind keine Feinde, das ist gut. Wir hier mal lang steichen. Oh, hier sind viele Schlüssel. Komm ich hier rein? Nein. Das muss der Tempel ihres scheuen Gottes sein. Sie haben ihm ein prächtiges Haus errichtet. Ja. Oh, wo willst du hin? Folge dem Esel. Er weiß bestimmt, wo es lang geht. Oder auch nicht. Was los? Dem soll man reden, glaube ich, weil er direkt vorm Eingang sitzt. Hast du einen Moment, um über unseren Herrn und Erlöser zu sprechen? Jesus, das Licht der Welt? Für eine Münze erzähle ich dir von ihm. Ja, komm. Hier, für deine Mühen. Du ehrst die großen Taten des Herrn mit deiner Barmherzigkeit. Gottes Atem berührte den Jordan und in ihm wurde Jesus von seinen Sünden befreit. Ein heiliger Fluss. Er stieg mit seinen Jüngern auf einen Berg.
Sein Gesicht erstrahlte wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Guck mal, da ist der Esel wieder. Wie die Sonne. Bei seinem Grabe erbebte der Esel hört mit zu. Und ein Engel erschien, der sie fragte, warum sie unter den Toten nach einem Lebenden suchten, denn er ward auferstanden. Hübsche Geschichte, alter Mann. Und gib das Geld lieber für Brot und nicht für Ale aus. Der Esel. Der Esel hat doch keinen Plan gehabt, wo ich nö. Der ist nicht bei Gott. Der schmort im ewigen Feuer, wie alle Ketzer. Leise, man wird dich hören. So. Fare ad furore de hominibus quasi stercus super rudit ascabra cuius. Multi autem sunt in numero, sed mentis sua... Das scheint er zu sein. Ich muss noch mal eben einmal ganz kurz gucken. Nur für den Fall der Fälle. Einmal das Codewort. Kommt Übermut, so kommt auch Schande bei dem Mischajaken. Eine Dänin kommt in mein Gotteshaus auf der Suche nach Gottes Vergebung, wie ich hoffe. Dein Herr Jesus kann warten. Ich bin hier, um dich zu sehen. Ist dem so? Kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei den Bescheidenen aber ist Weisheit. Du kennst diese Worte und du weißt, warum ich sie zu dir sage. In der Tat. Doch bin ich noch nicht überzeugt, ob du für die Aufgabe geeignet bist. Wie Jesus zu Thomas sprach. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Berichte vom Weg Jesu Christi in der richtigen Reihenfolge. Nur dann triffst du meinen Herrn. Ah, okay. Wenn ich zu deiner Laute tanzen soll, gib mir die Schritte vor. Derlei Weisheit findet sich in Büchern. Es gab viele davon in Englerland, bevor die Dänen unsere Kirchen niederbrannten. Nur wenige sind geblieben. Vielleicht erbarmt sich auch eine fromme Seele in Not und erteilt dir eine Lektion. Nee, mach einfach mal. Ich kenne die Geschichte deines Gottes. Drei einfache Teile. Erzähle sie in der richtigen Reihenfolge und denk daran. Ein närrischer Schwätzer kommt zu Fall. Reingelegt, ich kenne sie doch nicht. Ich bin keine Christin. Ich kenne eure Geschichten nicht. Dann komm wieder, wenn du nicht länger im Dunkel der Unwissenheit dahinsiechst. Okay. Okay, alles klar. Okay. Alles klar. Da müssen wir erstmal unser Charisma erhöhen. Oh Mann, das ist viel hier. Weil wir können ja hier jederzeit jetzt hinreisen, weil wir hier den Aussichtspunkt haben, ne? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück. Weißt du noch nicht, wohin? Hier ist Charisma, guck mal an. Wenn wir das machen, dann reisen wir mal hier hin. Wenn wir das Charisma, diesen Spottstreiter gewinnen, dann könnten wir Charisma Stufe 4 erreichen. Und dann müssen wir da gar nicht uns da irgendwas ausdenken. Weil ich kann mich da noch nicht frei bewegen. Ne? Wenn ich mich jetzt da frei bewegen könnte, würde ich da mit jedem quatschen, aber die ganze Zeit immer wachsames Auge haben, ist auch anstrengend. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal, was da mit dem Charisma auf sich hat, ob wir dann Stufe 4 erreichen. Finde unseren Bogen sehr cool. Kannst halt schlecht sehen, weil sie sich immer mitdreht. Aber er hat schon was. Ach, jetzt.
Okay. So, können wir hier irgendwo runterspringen? Dem ist nicht der Fall. Oh. Kamikaze-Sprüge. So, dann lass uns mal gucken. Die Kiste ist markiert. Spottstreit ist markiert. Holen wir uns erst die Kiste. Aber wir kommen in ein Misstrauensgebiet. Oh. Sir. Guck mich direkt an. Okay, dann kriegen wir nicht. Ja, ist ja gut. Alles gut. Bin ich der, für den ihr mich haltet. Ich muss mich in Acht nehmen. Warte mal, wo ist sie denn? Da? Ach, das ist mir zu viel Aufwand. Guten Tag. Wie ist dein Name? Ich bin Eivor, vom Raben-Clan. Und pflegst du den Spottstreit? Wenn ich in Stimmung bin, willst du ein Duell mit mir austragen? Oh nein, ganz sicher nicht. So etwas mache ich nicht. Ich habe nicht den Kopf dafür. Mein Bruder allerdings ist darin sehr bewandert. Ah, dann willst du also gegen mich antreten. Ich sollte erwähnen, dass mein Bruder ein strenges Schweigegelübde abgelegt hat. Wenn du dich mit ihm messen willst, übermittle ich seine Verse. Ich glaube, ich verstehe. Gut. Jubiliert und frohlockt, sammelt euch um uns rum. Ich zermalm meinen Gegner und bleib dabei stumm. So lautet die Herausforderung. Nimmst du sie an? Ja. Ich fordere dich mit Freuden heraus. Verzeih. Ihn. Okay, komm. Bitte, mein Einsatz. Gut. Und vergiss nicht, nicht ich bin es, mit dem du dich misst. Ich bin nur der Überbringer seiner Worte. Ich denke an nichts anderes. Gut, er ist bereit. Komm heran, gute Eivor, vernimm mein Gedicht. Der Schneid dieses Worts kommt aus meinem Mund nicht. Doch per Umweg beleidige ich dich als dumm. Mal das mal. Und vor Langeweile dreht sich der Magen mir um. Dein Leib ist verwittert, dein Geist ist verbohrt. Ich bringe dich ins Wanken mit kaum einem Wort. Trotz des Schweigegelübdes zum Reimen geboren. Hast, obgleich du nicht selbst sprichst, gleich trotzdem verloren. Oh je! Yeah. Oh, jetzt ist er böse. Dein Gesicht ist abscheulich. Du stinkst wie ein Pferd. Dass ich mehr Zeilen schreibe, ist die Tinte nicht wert. Also sag ich zum Schluss, du bist dumm wie ein Schwein. Okay.
Schieb dir Feder und Tinte gern selbst hinten rein. Gut gemacht. Als unparteiischer Beobachter muss ich sagen, du hast gewonnen. Ich auch so. Hab Dank. Mein Bruder hat noch ein paar Worte zum Abschied. Besser nicht. Du gehörst zu den Besten, die dies Spiel gewann. Also nimm, was dir zusteht und ziehe von dann. Werde ich. Lebt wohl, ihr beiden. Oh. Korrekt. Ich hole mal noch diesen Tattoo-Schnipsel hier. Und dann reisen wir zurück. Wo ist der? Da. Ja, warte. Versuch ihn auszutricksen. Er klappt nicht. Ach, er zieht von dannen. Ja, der Tattoo-Schnipsel ist schon weg. Weg, aus dem Weg. Ja. Wow. Geil. Da, das haben wir auch. Ein schöner Ausflug hier. Genau, die Kiste. Hier ist da unten. Oh, ja. Oh, da sind Feinde. Ich will mal eben ganz kurz hier bei ihr meinen ganzen Plunder verkaufen. Na, bei ihm. Was kann ich dir heute anbieten? Ich habe ganz viel Mist. Das kannst du irgendwann bestimmt gebrauchen. Ja, ich will meinen ganzen Plunder verkaufen. Davon kann man nie genug haben. Was hast du denn hier für mich? Ja, den können wir nehmen hier. Das kannst du sicher gut gebrauchen. Ja, immer. Eisenerz kann ich auch immer gebrauchen. Das reicht. Du solltest immer gut ausgestattet sein. Da sagst du was, mein Freund. So, das nehmen wir auch mal mit hier. Was denn hier? Könnte dir gehören. Thors Rune. Du siehst so stark und mächtig aus. Den Kauf würdest du sicher nicht bereuen. Hör auf, dich einzuschleimen hier. Wildes Haar blond. Was ist das denn hier? Fantastische Fischwesen. Was kaufe ich? Weiß nicht wofür, aber ich kauf's. Fantastische Fischwesen. Genau dein Stil. Kauf einfach mal hier sowas. Unglaublich. Das war's. Gehst du schon? Schade. Ja, mach nix. Ciao. Ich muss los. Bis bald. So. Dann pass auf. Dann werden wir jetzt... Wir haben jetzt Charisma Stufe 4. Wir reisen jetzt hier zu ihm zurück. Und dann gucken wir mal, was das mit auf sich hat da. Gut, dass wir so viel zwischendurch immer machen von diesen ganzen Rätseln und sowas, das kommt uns jetzt zugute. Weil sonst müssten wir jetzt, spätestens jetzt, rumsuchen, entweder um die Reihenfolge richtig hinzukriegen oder dass wir jetzt unsere Spottstreits suchen müssten. So.
Ich bin mal gespannt, was das für eine neue Frisur ist, die wir dann haben. Vielleicht können wir mal ein anderes Tattoo machen, was vielleicht komplett auf dem Kopf ist. Obwohl ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht finde. Das ist die doppelte Augenbraue. So heißt das Tattoo, die doppelte Augenbraue. Es ist wieder weg, jetzt wo ich wieder den Bogen angucken wollte. Misstrauensgebiet. Da unten, 34 Meter. Aber genau unter uns. Das ist ja dann schon in der Kirche. Überraschung. Das muss ja hier sein, was ich suche. Jawohl, da ist er doch. Haha. Sehr gut. Ist ja sonst noch was? Oh ja. Das Geheimnis eines Königs, Greve Godwin, kam zu mir, damit ich dem König helfen? Hämorrhoiden. Der König leidet sehr unter Feigwarzen und empfängt dieses schmerzhafte Gebrechen als Gottes Weg, ihm zu helfen, seine Fleischesgelüsten zu widerstehen. Okay. Also praktisch als natürliches Tor der Pforte. Ich verschrieb ein Balsam und erhielt die gute Nachricht, dass der Juckreiz nachlässt. Wunderbar. Sowas willst du lesen, wenn du hier raufkommst. Ist hier sonst noch was? Vielleicht über irgendeine Geschlechtskrankheit? Nee. Okay. So. Ein Weg, mein Freund. Ach, was ist das denn hier alles? Ach, warte mal. Hätte ich das gar nicht machen müssen? Waren das hier Notizen? Gottes Atem. Er nahm ein Bad im Fluss. Ein reinigendes Bad bringt sie ihrem Gott also näher. Gottes Atem berührte den Jordan und in ihm wurde Jesus von seinen Sünden befreit. Ach, krass. Hätte ich so weit gehen müssen, oder was? Von den Toten auferstanden? Ein hübsches Kunststück und gar nicht so leicht. Auferstehungsgeschichte. Bei seinem Grabe erbebte die Erde und ein Engel erschien, der sie fragte, warum sie unter den Toten nach einem Lebenden suchten, denn er war da auferstanden. Da möchte ich gerne hin. Da komme ich sogar hin. Haha. Korrekt. Da weißt du, wofür ich den brauche. Hier noch irgendwas? Nicht, ne? So nur der untersuchen. Okay. Ihr Gott bringt ihnen Licht, genau wie Balder. Licht so hell wie die Sommersonne. Offenbarungsgeschichte. Er stieg mit seinen Jüngern auf einen Berg. Sein Gesicht erstrahlte wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Konnte sein Licht die Dunkelheit in dir erhellen? Berichte von seiner Geschichte. Wir machen das jetzt. Dafür sind wir hier hingekommen. Du
weist eine ungewaschene Heidin ab, die versucht, den Weg zu Gott zu finden? Nimm mich, wie ich bin, und ich werde Gottes Werk verrichten. Wie schwer die Last des Lernens auf jemanden wie dir lasten muss. Doch ich sehe ein, dass keine Lektion über das Wort Gottes deine Seele retten wird. Komm. Jawohl. Folgt. Ich habe dein Rätsel gelöst. Du antwortest mit Schweigen. Wen soll ich treffen? Psst. Selbst einen Narren hält man für weise, solange er den Mund hält. Aber Menschen werden weise, wenn sie mit anderen sprechen. Wenn sie immer nur schweigen, verdummen sie. Still! Dein Gerede beleidigt das Ohr des Herrn. Wir sind hier! Du bist ein komischer Vogel, weißt du das? Was ist denn hier hinter? Okay, hier geht's zu weit weiter. Mal gucken, wer hier unser Kontakt ist. Möge unser Herr Christus, dessen Zorn die Unreinen vertreibt, einen starken Pakt mit mir eingehen. War Gottes Lehre aufschlussreich? Neigen alle Priester in Winchester im selben Maß zur Dramatik? Du riskierst dein Leben, König Alfred. Ich wollte mit dir auf Augenhöhe sprechen. Gelten die Gesetze der dänischen Gastfreundschaft nicht in West Sachse? Du hast meinen Jarl, dieser Hündin Fulke, vom Orden der Ältesten zum Fraß vorgeworfen. Fulke war also auch ein Mitglied des Ordens? Die Wölfe, die an mir zerren, werden mit jedem Tag einfallsreicher. Drecksack. Was weißt du über diesen Orden? Nur dies und wenig mehr. Dieser Brief aus der Feder eines armen Mitstreiters Christi warnte mich vor einer Verschwörung gegen mein Leben. Der Galgen, die Feder, der Sachs. Drei Männer, die dich töten wollen. Es sind nur noch zwei. Bischof Elchfried ist tot. Er war der Sachs, soweit ich das beurteilen kann. Und ein demütiger Diener deines Gottes. Das muss wehtun. Und doch hat sein Tod die christliche Gemeinde in Winchester gestärkt. Oh ja. Ich hoffe, der Tod seiner Kumpanen bewirkt dasselbe. Ja, machen wir das mal. Du hast vielen Kriegern wie mir gegenübergestanden. Und viele Male hattest du das Nachsehen, da wurdest betrogen. Warum vertraust du mir? Ich habe Männer in Lunden und Jofurvik. Männer, die mir von den gewundenen Pfaden im Lauf des Krieges berichten. Vor nicht allzu langer Zeit wurden an diesen Orten einige einflussreiche Männer und Frauen unter äußerst dubiosen Umständen ermordet. Als ich den Brief dieses armen Mitstreiters erhielt, fand ich recht schnell heraus, warum. Ich kenne deine Ziele nicht. Oder was du dir davon versprichst. Ich bitte dich nur darum, deine Arbeit zu beenden, bevor diese verdorbenen Seelen Englerland weiter zersetzen. Ich sollte dich dem Orden überlassen. Wenn ich ihnen helfe, geben sie mir vielleicht sogar Sigurd zurück. Ich würde ihn dir persönlich bringen, wenn ich wüsste, wo sie ihn festhalten. Aber Volkes Verrat traf auch mich aus heiterem Himmel. Dann versprich mir eine Belohnung, über die man Lieder singt. Das Gewicht eines Königs in Silber. Nun gut. So viel Silber, wie du tragen kannst. Heute früh war Greve Godwin nicht auf seinem Posten. Ein Vertrauter von dir? Godwin ging den Hinweisen aus diesem Brief nach, als er verschwand. Wo wurde er zuletzt gesehen? Bei seinem Haus am Westtor. Vielleicht findest du dort etwas. Eivor, nimm dich zusammen, solange du mein Gast bist. Meine Stadt ist kein Schlachtfeld. Noch nicht, großer König, aber der Tag wird kommen.
Okay. Gehen wir eben hier hoch. Irgendwas ist. Ich muss diesen Greve Goodwin finden. Okay. Wieder einen Schlüssel gefunden. Rittertruhenschlüssel. Wer auch immer die gut sind. Da unten ist eine Kiste. Tut mir leid, dass ich das Haus Gottes zerstöre. Da oben. Ja, warte mal. Ich ahne schon wieder was. Ja, Evo, geh doch da hoch. Dann geh, wenn, dann geh rüber. So, das muss ja irgendwo. Da drunter. Na, wie soll das denn gehen? Da komme ich hier irgendwie weiter. Nein. Muss mal eben gucken, irgendwas hier ist, mich weiterführt. Historische Träumereien, und so wollte Ken Wall von Westsex zu seinen fürchterlichen Sünden büßen, indem er das große Münster erbaute. Obwohl sein Vater fromm und gottgefällig lebte, wandte dieser sich von den Mysterien des Herrn ab und verlor schon bald sein weltliches Königreich. Das Haus des Herrn ließ Ken Wall aus dem Eierstein aus Kumpdun errichten. So eine erbauliche Arbeit war es, dass der Bischof seinen Sitz dorthin verlegte, um das Wort Gottes deutlicher vernehmen zu können. Okay, interessant. Oh, da ist auch noch was. Bericht von Wundern. Magister Bartha sagte, ich wäre ein böser Junge, weil ich ein Ei über Wiegberts Kopf aufschlug. Um Demut und Frömmigkeit zu lernen, muss ich einen Bericht über die Wunder des heiligen Zwithun verfassen. Sankt Zwithun war ein großer Mann mit einem roten Vollbart und Armen, die so dick wie Baumstämme. Er konnte Feuer aus seinen Augen schießen und einmal hat er Eier wieder zum Leben erweckt. Sein Arbeiter eine alte Frau auf einer Brücke anrempelte und die Eier aus ihrem Korb fielen und zerbrachen. Oh, und er lässt es regnen. Also immer. Und er wirkt immer noch Wunder, obwohl er tot ist. Ich will eigentlich nur die Kiste. Ich will keine Geschichten. Ich müsste auch diese Schlüssel einsammeln, ne? Ich weiß nicht, wofür die sind, aber scheint wichtig zu sein. Eine Parabel. Der Anfang Jesu liegt am Wasser, die Mitte liegt beim Licht und das Ende liegt in der Erde. Okay, das hätte mir dann auch die Lösung gegeben. Aber wo ist denn diese Kackkiste? Bin ich hier? Ich denke, ich muss da rein. Nicht, vielleicht jetzt nicht werfen. Nein. Da ist sie doch. Jawohl. Nein. Shit. Paranoide Vermerk. Ich spüre, wie mich Augen aus den Schatten beobachten. Ich weiß, dass mich jemand töten
und sich den Schatz unter den Nagel reißen will. Um meine Sicherheit zu gewähren, habe ich alle Schlüssel an Orten versteckt, die nur mir bekannt sind. Wenn ich sterbe, stirbt das Geheimnis der Schlüssel mit mir. Mein Bruder Michael. Okay, dann müssen wir hier nochmal hin. Also müssen wir die Schlüssel finden. Da ist einer. Aber Schlüsseljagd machen wir in der nächsten Folge. Und dann werden wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Erreiche Godwins Haus. Warte mal. Ah ne, das war der Greve. Genau, hier die Infos haben wir gekriegt zur Feder, zum Galgen und der Sachs. Der Sachs war der Bischof von Winchester. Er wird für tot gehalten. Glaube ich jetzt eher nicht. Werden wir rausfinden. Ich darf nicht auf die Bilder gucken. Der Galgen will Alfreds Gesetzesreformen untergraben. Und die Feder versucht Alfreds Bildungsreform zu unterwandern. Okay, gut. Also in der nächsten Folge suchen wir die Schlüssel, damit wir diesen Schatz kriegen. Und gucken mal ein bisschen, gucken wir uns hier ein bisschen um. Da ist zum Beispiel, da geht's weiter. Gucken wir mal, ob wir dann hier weitermachen oder ob wir nach Jofovik zurückgehen. Ich denke aber, in der nächsten Folge sehen wir uns nochmal hier aus Winchester, damit wir diese Schlüssel, also die werden wir auf jeden Fall suchen. Dann gucken wir einfach mal weiter. Also vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, ciao.